Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Vorschau auf die neue Weltwoche. Diese Woche mit einem brisanten Titelthema, vielleicht mit einem der brisantesten Themen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Eine der ewigen Fragen der Menschheit an einem aktuellen Beispiel dargelegt. Frauen und Macht. Die Dame, die Sie hier sehr schön fotografiert sehen, von Marco Grob, dem Schweizer Starfotografen, muss man sagen, der in Amerika ja Furore macht, Hillary Clinton, Frauen und Macht, also die Frau, die jetzt sich anschickt, gegen den nach allgemeinem Verständnis Hooligan genannten Donald Trump nach der amerikanischen Präsidentschaft zu greifen. Wir haben ein Interview gemacht mit einer Person, die im Innersten des Weißen Hauses gearbeitet hat, jetzt einen Bestseller geschrieben hat in den Vereinigten Staaten. Und die Autorin kennt die Verhältnisse im Weißen Haus wirklich aus den intimsten Details heraus, die Machtkonstellationen, was First Ladies für Einflüsse ausüben auf ihre präsidialen Gatten und umgekehrt natürlich auch die Frage, was es bedeutet, wenn sich dann die Konstellation verändert. Und bei Clinton ist das ja besonders brisant, weil wenn wir uns vorstellen, dass sie denn tatsächlich gewählt würde, was ich glaube, ist noch nicht der Fall, wobei sie liegt natürlich vorne jetzt in den Umfragen. Was würde passieren, wenn dann plötzlich Bill Clinton diese doch auch sehr interessante Gestalt plötzlich wieder im Weißen Haus als First Husband in Erscheinung treten. Das ist auch ein großes Thema in den Vereinigten Staaten. Wir haben also diesen amerikanischen Wahlkampf zum Anlass genommen, um etwas über die Frage nachzudenken, was Frauen und Macht, was das bedeutet, welche Art von Macht Frauen ausüben, wie sich Frauen verhalten, wenn sie in realen, man könnte sagen auch männlichen Machtpositionen befinden. Wir haben das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, dieses Thema unter anderem auch, und das finde ich ganz faszinierend, in der schweizerischen Weltliteratur bei Jeremias Gotthelf und Gottfried Keller, den beiden Schriftstellern, großen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts, die eben auch, und das ist weniger bekannt, die eben auch einen ganz wachen Blick, einen ganz tiefen, scharfen Blick in die Geschlechterkonstellationen geworfen haben, hochinteressante Frauenfiguren gestaltet haben und eben auch die Mikrochemie der Beziehungen deuten konnten, auf bleibende Art, darum muss man sich auch immer noch damit auseinandersetzen. Das also das ganz große Thema in dieser Ausgabe. Wir haben aber noch verschiedene andere Highlights. Zum einen aus dem politischen, aus dem innenpolitischen Bereich, eine Nahaufnahme unseres Chefunterhändlers Jacques de Watteville aus der berühmten bernischen Adelsfamilie, die jahrhundertelang ja in fremden Diensten gewirkt hat. Jetzt ironischerweise ist de Watteville ja beauftragt, die Schweizer Interessen gegen das Ausland zu vertreten. Wir haben eine brisante Recherche zum Thema Finanzausgleich. Hier gibt es Krach zwischen den Kantonen. Die Geberkantone, Zürich zum Beispiel, Zug zum Beispiel, zahlen zu viel. Es gibt Abmachungen, die jetzt gebrochen worden sind von den Nehmerkantonen. Hier ist also Feuer im Dach. Kontrastprogramm zu den ganzen ernsten Themen auch der Innenpolitik, die wir haben, eine große Literaturbeilage und da für mich das ganz spezielle, der spezielle Höhepunkt, das Interview von Rico Bandle mit dem Schriftsteller Leon de Winter. Leon de Winter, der holländische Bestsellerautor, hat ein wirklich ganz hervorragendes neues Buch geschrieben. Ich habe es am letzten Wochenende gelesen. Geronimo, im Diogenes Verlag rausgekommen. Es handelt von der Gefangennahme, von der Erschießung des Superterroristen Osama Bin Laden. De Winter glaubt nicht an die offizielle Version der Vereinigten Staaten. Er glaubt nicht, dass Osama sozusagen absichtslos im Feuergefecht sozusagen erschossen wurde, wie es damals ist, sondern dass die Amerikaner ihn eigentlich ganz bewusst exekutiert hätten, um diesen Top-Terroristen und Geheimnisträger Nummer 1 aus dem Verkehr zu ziehen. Daraus hat er einen Romanstoff gemacht, ein wirklich fantastisches Buch, ein sogenannter Page-Turner, ein Seitendreher, den man nicht weglegen kann. Und dieses Interview wird Sie dazu inspirieren, dieses Buch zu lesen. Nun, ich lasse es bei dem bewenden, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich natürlich auf Ihr Feedback und auf ein Wiedersehen in 7 Tagen. Schöne Grüße und eine gute Woche. Besten Dank.